herzlich willkommen zu Lernwerkstatt Digital. Das ist unser Einstieg und ich hoffe, Sie hören jetzt den Film. Ja, super. Herzlich willkommen zu der Veranstaltung Lernwerkstatt Digital. Perspektiven für eine mediale Didaktik in der Kita-Arbeit im Rahmen der digitalen MIFBE-Vortragsreihe Kita in Corona-Zeiten. Wir sind Stefan Breh, Lena-Sophie Kaiser und Tanja Wittenberg. Heute nehmen wir Sie mit auf eine kleine Reise in unsere Idee der digitalen Lernwerkstatt. Jede Idee hat einen Startpunkt, so auch die unserer digitalen Lernwerkstatt. Das Coronavirus sorgte ab Mitte März 2020 für erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Leben. Öffentliche Einrichtungen wie Kitas, Schulen und Hochschulen waren nun geschlossen. Eine analoge Lernwerkstattarbeit war somit erschwert, da der Raum, Lernwerkstatt und die materielle Vielfalt nicht mehr zur Verfügung standen. Wie kann trotz dieser Situation Kindern die Möglichkeit zum Entdecken, Forschen und Gestalten gegeben werden? Kann eine Lernwerkstatt auch digital funktionieren? Wir entwickelten in diesem Zusammenhang ein Konzept für eine digitale Lernwerkstattarbeit, bestehend aus den drei Bausteinen Alltagsmaterialien, Beobachtung und Dokumentation durch digitale Pinnwände und eine partizipative Reflexions- und Beteiligungskultur. Dieses Konzept erprobten wir mit Studierenden der HWK Hildesheim und der Hochschule Emden-Leer. Wir stellen Ihnen im Rahmen dieser Veranstaltung einige Auszüge aus unserer digitalen Lernwerkstattarbeit vor. Welche Erfahrungen haben Sie mit digitaler Lernwerkstattarbeit gemacht? Was waren die Herausforderungen? Was waren die Potenziale? Lassen Sie uns nun gemeinsam in den Austausch kommen. Wir freuen uns auf eine vielseitige, lehrreiche und interaktive Veranstaltung mit Ihnen. Und weiter, genau. Herzlich willkommen. Nein, nächste Folie, bitte. Sie müssen weitermachen jetzt. Ich kann es nicht. Ich habe irgendein Problem hier. Okay, ja, das war die Einführung ins heutige Thema in aller Kürze und mit allen technischen Problemen, die damit eben verbunden sind. Das ist auch hier wieder live, die eigentlich schon mal ganz gut zu sehen. Das läuft eben nicht fehlerfrei ab und da ist die Aufgabe davon, daraus zu lernen. Und das ist aber auch die Herausforderung. Und trotzdem hoffe ich, dass es Sie neugierig macht. Und dann starte ich mal natürlich um das Thema, also auch so auf die aktuelle Pandemiesituation hier zu beziehen und die Herausforderungen, aber auch die Chancen hier eben zu verdeutlichen. Vorstellen brauche ich uns nicht mehr, das wurde schon gemacht. Vielleicht noch zu Frau Kaiser, schönen Gruß zu ihr rüber. Sie kann eben nicht dabei sein, weil sie gerade mit der geburtlichen Ankunft ihres ersten Kindes beschäftigt ist. Also einen herzlichen Glückwunsch noch einmal dazu und warme Grüße in das jetzt endlich neu bewohnte Kinderzimmer. Ja, wir werden auf jeden Fall Beispiele sehen und hören, das wurde schon angesprochen, die eben grundsätzliche Aspekte des Lernwerkstattkonzeptes auch ansprechen, die wir in dieser digitalen Form eben dann auch wieder erleben, aber eben ganz anders. Und das ist spannend, weil daraus sich einfach ganz gut die Chancen oder Herausforderungen auch für die Zukunft ergeben und auch, glaube ich, in der Praxis einiges davon profitieren kann. Deswegen stellen wir das eben auch hier vor. Es wurde auch schon gesagt, wir haben beide, also Frau Kaiser und ich betreiben und Frau Wittenberg betreiben Lernwerkstätten an den Hochschulstandorten. Und das sind eben die zentralen Orte natürlich für die Bildungsarbeit. Und dieses Konzept oder diese Idee der Lernwerkstatt ist bei uns aber auch so gemeint, es ist einfach eine Mission, die wir eben dann auch in vielen Projekten gemeinsam mit der Praxis mit Fachkräften und Studierenden in Kitas auf unterschiedlichste Art und Weise leben und auch weiterentwickeln. Und das tun wir ja jetzt hiermit im Grunde auch. Jetzt kommt die nächste Folie. Genau. Zur Erinnerung, Kitas und Schulen, nee, da sind wir noch nicht. Zurück. Corona-Shutdown, genau. Ja, genau.
Kitas und Schulen wurden Mitte März geschlossen. Es folgte eine Verlängerung der Schließung bis zu den Sommerferien. Ausnahmen bildeten dann unterschiedliche Formen der Notbetreuung. Das haben ja alle erlebt. Die Kultusministerkonferenz legte dann einen Rahmenplan zur Wiederöffnung der Schulen vor. Und dann folgte eben schrittweise erst eingeschränkter Betrieb mit erheblichen Auflagen und dann auch weitestgehend in Kitas und Schulen wieder der reguläre Betrieb, allerdings natürlich mit temporären Einschränkungen. Das erleben wir ja auch gerade wieder, wenn Sie die Zahlen eben einfach mal ein bisschen weitermachen. Da jetzt die Pfeile genau. Wir sind schon fast am Ende des Pfeils, genau. Na, und die aktuelle Fallzahlentwicklung lässt darauf schließen, dass wir mit Sicherheit wieder viele Schließungen erleben werden. Immer wieder, vielleicht nicht flächendeckend, aber immer wieder vereinzelt, auch in Kitas natürlich. In Schulen ist es ja bereits der Fall. Alles in allem eine riesige Herausforderung für alle Beteiligten, vor allem wenn man bedenkt, welche Probleme es ja auch vorher schon gab, nicht? Also ich erinnere hier für die Kitas hier für die Kita-Landschaft an den dramatischen Fachkräftemangel, der ja vorher schon bestand, die schlechte mediale und digitale Infrastruktur in Kitas und Schulen oder das heterogene und leider oft widersprüchliche, ich drücke es mal so ganz neutral, das politische Management des Bildungsauftrages, hier insbesondere von Kindertageseinrichtungen. Ne, also viele latente Defizite wurden so schlagartig verstärkt und viele Kolleginnen, Fachkräfte und Eltern und natürlich auch Kinder fühlten sich mit Recht im Stich gelassen. Also der Frust ist groß. Das war eine riesige Kraftanstrengung auch. Jetzt kommt die nächste Folie. Ja, jede Krise verbirgt ja bekanntlich auch immer eine Chance. Wie sah das an der Hochschule aus? Klar, wir haben natürlich mehr Spielräume als Kitas und haben dann versucht, neue Formen der Lernwerkstatt Arbeit auszuprobieren. Also wenn wir gejammert haben, dann war das natürlich, wenn man das mit Kita vergleicht, einfach Jammern auf hohem Niveau. Denn auch bei uns wurde der Präsenzbetrieb komplett eingestellt. Wir waren gezwungen, unsere Lehrangebote für die Didaktik und die Lernwerkstatt online, also digital, anzubieten. Und die Frage war, wie wir den digitalen Umstieg bewältigen können und dabei so wenig wie möglich Potenziale der Lernwerkstattarbeit, vor allem das eigenständige und gemeinsame Entdecken, Forschen und Gestalten, also das unmittelbare analoge Tun, zu verlieren. Diese Herausforderung sind wir dann im engen Austausch mit Emden, zwischen Emden und Hildesheim schrittweise nachgegangen. Also das war dann am Anfang so, dass wir beide rumgesucht haben und telefoniert haben und dann kam die Idee und ja, ich habe das gemacht jetzt. Zum Beispiel kannte ich Padlet überhaupt nicht, ja, und dann habe ich das sofort innerhalb von 2 Tagen aufgegriffen und sagte, das ist überhaupt der Knaller, das ist die sprechende Wand, Regiopädagogik und so weiter, dazu später noch mehr. Und so haben wir uns gegenseitig immer so ein bisschen angetriggert und haben auch uns so ausgetauscht, dass wir beide eigentlich parallel im Grunde die ganze Sache entwickelt haben. Das finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Erfahrung. Jetzt weiche ich komplett vom Konzept ab. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste für mich persönlich gewesen, mal zu erfahren, dass man einfach zusammenarbeiten muss in so einer Situation. Sonst hat man überhaupt keine Chance. Ja? Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Kita-Praxis. Wenn man da alleine vor sich hin wurstelt, wird es eher nicht gelingen, sondern man muss sich mit anderen zusammentun, anderen Kollegen oder auch anderen Einrichtungen. Na, so viel jetzt dazu. Ne? Und wir haben dann eben auch viel erprobt und einiges war auch Anschluss für die Kita-Praxis. So haben etwa Studierende die Anregungen der Online-Seminare unmittelbar nutzen können, um in der Rolle von Eltern dann ihre zu Hause betreuten Kinder in der Lernwerkstatt einzubeziehen. Das hatte ja Frau Krankenhagen am Anfang schon gesagt und es war ja nicht beabsichtigt, das war Zufall. Ja? Die dabei entstandenen Projekte ihrer Kinder, etwa in der technischen Bildung, wurden zu Hause dann entsprechend dialogisch begleitet. Klar, das haben wir thematisiert, das war ja Teil des Inhalts von unseren Seminaren. Und anschließend im Rahmen der von uns genutzten digitalen Padlet-Pinwände im Rahmen des Seminars dokumentiert bzw. reflektiert. Ja, so ähnlich wie die sprechenden Wände in der Regiopädagogik. Ja, und hier unten in dem Beispiel, was Sie jetzt sehen, da sehen Sie so ein Padlet. Ne? Und auf diesem Padlet sind also natürlich Fotos, es sind Texte, Kommentare, die Aufgabenstellung ist da oder Zusatzmaterial.
ganz viel Kommentare auch, Reflexionskommentare und Videos, Videoclips. Das ist eben das Tolle an dieser multimedialen Plattform. Wenn man hier einen Versuch mit einer Luftballonrakete macht, dann kann man auch gleich ein Video dazu machen und das dann den anderen zeigen. Das sehen dann alle und dann wird eben gemeinsam darüber gesprochen. Das ist eben diese, ja, diese digitale Form der sprechenden Wand im Grunde genommen. Also eine absolute tolle Erfahrung. Ich finde, das sollte man wirklich weiter betreiben. Ja, und jetzt mal, das würde ich gerne, dass Frau John jetzt das Beispiel und anschließend Frau Wittenberg das Beispiel zeigt, was wir da eben wirklich ganz toll erlebt haben. Jetzt übergebe ich erstmal an Frau John. Hallo, Frau John. Ja, vielen Dank. Ich möchte Sie auch nochmal herzlich begrüßen und dafür bedanken, dass ich hier daran teilnehmen kann an diesem Vortrag. Hier möchte ich Ihnen darstellen, wie ich innerhalb des Lockdowns mit meinem Sohn quasi gearbeitet habe, meine studentischen Aufgaben und die Betreuungsaufgaben verknüpft habe. Ich habe einen 5-jährigen Sohn und der hat sich für einen Radiowecker interessiert, wie man hier auf den Bildern sehen kann. Und eigentlich wollte ich den schon zum Wertstoffhof bringen, aber dann habe ich ihm Werkzeug zur Verfügung gestellt. Einen Spannungsprüfer, einen Schraubendreher, mehrere verschiedene Zangen und einen Hammer. Und so konnte er anfangen, erstmal untersuchen, wie geht dieses Gerät überhaupt auf, bis er dann die Schrauben gefunden hat, um diese halt aus der Fassung zu drehen. Dabei hat er festgestellt, dass der Schraubendreher die Schrauben anzieht. Und da konnte ich dann gleich ein Foto machen, wie ich auch andere Situationen halt auf dem Bild festgehalten habe. Immer wenn er eine neue Entdeckung gemacht hat oder ich habe auch seine Äußerungen aufgeschrieben, wenn er etwas bestaunt hat und auch konnte ich festhalten, wie er sich konzentriert halt seiner Arbeit gewidmet hat. Genau, und dabei habe ich halt wertschätzend seinen Forschungsprozess unterstützt, indem ich verschiedene Fragen gestellt habe, was interessiert dich jetzt am meisten, was möchtest du herausfinden und warum nimmst du jetzt genau diese Zange? Da konnte er mir halt darauf antworten und im Dialog konnte ich auch bestimmte Begriffe nochmal konkretisieren. Also er kennt jetzt wirklich die Bezeichnungen der einzelnen Werkzeuge und kann sie benennen und auch verlangen, wenn er nochmal so etwas braucht. Als er alle Geheimnisse des Radiusweckers entdeckt hat und auseinandergenommen hat und nichts mehr in dem Gehäuse war, hat er sich dem Material zugewendet, das er am besten fand. Also das meiste Interesse hat er dem Kabel gewidmet, dem Stromkabel. Da konnte er seinen Kiosk mit verkabeln. Er hat einen Pappkiosk aus einer alten Verpackung von einem Schreibtischstuhl halt vorher hergestellt, in dem auch elektrische Geräte aus Pappe integriert sind. Und jetzt konnte er endlich mit echtem Kabel seine Geräte verbinden. Das war besonders wichtig für ihn. Da gab es auch gar kein anderes Thema mehr. Er hat da seinen Schraubendreher genommen und eben Löcher in die Wand gebohrt und die Kabel dann hineingesteckt. Nachdem er die Aktion beendet hatte, habe ich halt die Fotos auf eine digitale Pinnwand geladen und seine Äußerungen dazu notiert. Und so konnten wir nochmal gemeinsam besprechen, was er da alles erforscht hat und was er alles dazugelernt hat und was er jetzt weiß. Außerdem hat er sich geäußert darüber, dass er noch mehrere Geräte auseinandernehmen möchte, zum Beispiel einen alten Staubsauger oder den Föhn, wenn er kaputt ist. Genau. Nächste Folie, ne? Ja, und jetzt möchte ich nochmal eben aus Kindersicht die Situation schildern. Und zwar merkt man das ganz stark, wenn man nochmal, als ich mit ihm das Padlet besprochen habe, hat er geäußert, dass er immer schon mal so ein Gerät auseinandernehmen wollte. Also konnte ich feststellen, dass ich auf seine Wünsche und Interessen eingegangen bin und dass er sich dadurch auch bestätigt fühlt. Und sein Selbstwertgefühl konnte gesteigert werden durch meine sprachliche Begleitung und eben auch durch die Dokumentation seiner Tätigkeit. Nebenbei hat er sein technisches Verständnis erweitert und auch seine motorischen Fähigkeiten im Umgang mit dem Werkzeug. Er teilt mir mit, dass er unbedingt diesen Seitenschneider bräuchte, um das nächste Kabel zu zerteilen.
Und da er sich so für das Kabel interessiert hat, habe ich ihm dann einen Berg mit verschiedenen Kabeln, Restgegenständen zur Verfügung gestellt, wo er sehr erstaunt drüber war, sich aber auch gefreut hat und auch zur Tat geschritten ist und sich überlegt hat, er würde die auseinandernehmen, dann brauche ich das nächste Bild und die Endstücke der Kabel in einen Pappkarton zu sammeln. Die würde er dann für später aufheben, damit würde er noch etwas Bestimmtes tun. Und ein besonderes Kabel fand er interessant, eine Schnur, das ist hier in dem Karton drin. Das ist eine LED-Lichterschnur, die er auch sehr freudig mit Elan auseinandergeschnitten hat und gesagt hat, er würde jetzt gerne Spaghetti kochen. Und hier in dieser, der Karton ist eben der Topf. Und den Topf hat er mit dem Schalter, den er auch aus dem Kabelknäuel geschnitten hat, immer an- und ausgeschaltet, wenn er halt eine Spaghetti dazulegen wollte und sich oder eben noch etwas rausnehmen wollte, um umzurühren oder so. Genau, und die Endungen der Kabellagen, die Lichter und Leuchten und Stecker, die sollten dann die Fleischeinlage sein für die Spaghetti-Soße. Also hat er sich spielerisch quasi eine technische Fantasiegeschichte überlegt. Kabelsalat Bolognese. Gut. Ja. Wir in Empen haben ein ähnliches Beispiel erlebt. Ich berichte jetzt davon, und zwar im Rahmen des Seminars Konzipierung und Reflexion komplexer Bildungsarrangements hatten die Studierenden die Aufgaben, mit Lebensmittel ästhetisch vorzugehen und die auch zu arrangieren. Und ein Kind von einer Studierenden hat das mitbekommen und war dann ganz neugierig. Und die Studierenden hatte eigentlich nur Linsen und Bärchennudeln vorab dabei. Und das Kind überlegte dann die ganze Zeit, was mache ich denn mit den Linsen und den Bärchennudeln? Und kam auf keine Idee. In dem Augenblick nahm die Studierende die Rolle der Lernbegleitung an, hat das Kind beobachtet und hat dem Kind weitere Materialien und Hilfsmittel halt eben zur Verfügung gestellt, damit das Kind halt eben Ideen verwirklichen kann. Am Anfang saß das Kind und wusste gar nichts. Also kam die Studierende auf die Idee, okay, ich gebe dem Kind halt eben auch noch einmal Eisstiele und Erdnüsse. Und die Eisstiele haben dann dafür gesorgt, dass das Kind auf die Idee kam, ein Haus zu legen, mit den Eisstielen dieses Haus umrahmt hat und die Erdnüsse für den Boden genutzt hat als geraden Untergrund und einmal für die Sonne. Das sieht man hier auch ganz, ganz schön auf dem Bild. Das heißt, die Studierende war in dem Augenblick Beobachtung und Dokumentation, also für die Beobachtung und Dokumentation zuständig, aber auch als Lernbegleitung. Was sie spannend fand in der Reflexion war, dass sie selber reflektiert hat, dass die Bärchennudeln sehr vorgegeben waren. Und durch diese Bärchennudeln, durch diese Form, war es für das Kind am Anfang schwierig, überhaupt auf eine Idee zu kommen. Und nur durch die Weitergabe der Hilfsmittel, also durch diese Eisstiele und auch durch die Erdnüsse, ist dieses Bild erst entstanden. Das ist unser Beispiel, was wir aus Empenleer durch Zufall gesehen haben. Okay, nächste Folie mal, ne? Ja, die Beispiele haben ja jetzt schon mal so einen Einblick, so einen Eindruck vermittelt, nicht? Über analoge und mediale Impulse, die wir durch unsere Experimente mit der digitalen Lernwerkstatt vielleicht auch für die Praxis hier nutzen können. Ja, also vielleicht nochmal als Ergänzung zu dem Beispiel von Fajon. Das war natürlich auch ein Seminarzusammenhang aus der technischen Bildung, wo wir Geräte, Haushaltsgeräte auseinandernehmen. Das fehlte am Anfang der Hinweis. Das machen wir jedes Mal und eigentlich immer mit ähnlichen Effekten, nur dass wir ganz selten eben diese besondere Situation haben, dass Kinder da mitmachen. Also war einfach toll. Und als ich das gesehen habe, gedacht, habe in die Hände geklatscht, habe gesagt, toll, endlich wird es mal dokumentiert, wie es auch mit Kindern läuft, denn das können wir in der Hochschule nicht machen. Da haben wir Erwachsene, die wir dann versuchen, in den kindlichen Modus hinein zu switchen, ja, was manchmal gelingt und manchmal nicht so gut. Also meistens gelingt es natürlich, ja, aber es ist anders natürlich. Es sind Erwachsene, die sind einfach anders als Kinder. Ja. Und Kinder brauchen eben, und das ist bei Erwachsenen anders, Kinder brauchen kein Spielzeug, sondern nur Zeug zum Spielen. Ja, wie in den Beispielen eben deutlich wurde.
eigenständig und selbstbestimmt denken Sie dann den Kabelsalat und machen Spaghetti Bolognese daraus oder erfinden mit Erbsen, Erdnüssen und Nudeln eben diese Geschichte, diese fantastische Geschichte. Und in der Ausbildungssituation, dann simulieren wir das eben und die Zufälle haben uns dann diese wunderbaren Beispiele hier verdeutlicht. Ja, was bedeutet das? Nächste Folie. Was bedeutet das für die Lernwerkstatt? In den Beispielen wurden natürlich auch noch andere grundsätzliche Aspekte der Lernwerkstattarbeit deutlich. Die Kinder wurden unterstützt, eigenständig Phänomene zu entdecken und Fragen zu stellen. Es waren Alters- und situationsbezogene Lernprozesse, die also auch die Perspektive von Kindern getroffen haben. Und es war vor allen Dingen ein gemeinsames Tätigsein und Nachdenken in jeweils sinnliche, emotionale als auch kognitive Prozesse, ne, die sich im gemeinsamen Nachdenken und auch in der Sprache natürlich niedergeschlagen haben, in der sprachlichen Kommunikation zu beobachten waren. Nächste Folie. Damit konnten wir Zeugen werden, in diesen Beispielen vor allen Dingen, wie vier Dimensionen der Lernwerkstattarbeit hier mindestens im Ansatz verwirklicht wurden oder verwirklicht werden konnten. Kinder wurden unterstützt, eben eigenständig und gemeinsam zu entdecken, zu forschen und zu gestalten. Erwachsene schaffen anregende Umgebungen und beobachten, was passiert. Und es sind Zeiten und Räume vorhanden, in denen Lerngemeinschaften sich entfalten und bewegen dürfen. So würde ich das mal so ganz allgemein formulieren. Es kommen natürlich noch so ein paar andere Aspekte dazu, aber das führt hier zu weit. Nächste Folie. Ah nee, ja genau. Und jetzt kommt aber wieder Frau Wittenberg. Genau, ich mache einfach mal weiter mit den Komponenten zur digitalen Lernwerkstattarbeit mit Kindern. Das haben Herr Breh und ich uns unterteilt und ich fange erstmal mit den Medien an. Weil wir sprechen ja von einer digitalen Lernwerkstattarbeit und natürlich gehören auch Medien dazu. Aber was sind überhaupt Medien? Wenn man sich den Begriff überhaupt anschaut, kommt er ja aus dem Lateinischen und sagt sowas wie Mitte, Publikum, Öffentlichkeit. Aber Medien sind ja noch viel mehr. Wir haben einmal die Wahrnehmungsmedien. Die Wahrnehmungsmedien, das ist sowas wie unsere Augen, mit denen wir etwas wahrnehmen können, unsere Ohren, mit denen wir etwas hören, also womit wir auch in soziale Prozesse gehen. Wir haben die Verstehensmedien, das sind die Nationalsprachen. Dazu gehört aber auch die Körpersprache. Dazu gehören auch fiktive Sprachen, Kunstsprachen. Und wir haben halt eben auch die Verbreitungsmedien. Dazu gehört das Internet, die Zeitung, das Fernsehen. Und in unserer digitalen Lernwerkstattarbeit war es uns wichtig, dass wir diese drei Medien, also Wahrnehmungsmedien, Verstehensmedien und auch die Verarbeitungsmedien sozusagen miteinander kombinieren. Wie wir das genau machen, das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Wir haben halt eben überlegt, wie kann man diese Mediennutzung in der Kita halt eben darstellen und wie man kann man das auch erfolgreich konzipieren. Und das kann man einmal technisch und das kann man einmal didaktisch. Technisch ist natürlich, dass eine gewisse Ausstattung vorhanden ist. Das heißt, es muss Hardware vorhanden sein, wie Smartphones, Laptops, PCs, Kameras, mit denen man Fotos machen kann oder auch Tablets. Genauso wichtig technisch ist, dass vielfältige Dinge oder Gegenstände und Materialien vorhanden sein sollten. In der Kita, aber auch im Haushalt. Zum Beispiel haben wir ja gerade gesehen, dass die Linsen vorhanden waren und die Studierende danach noch zusätzlich Eisstiele dazu geholt hat, weil sie die gesammelt hatte, damit das Kind weiter etwas entwickeln konnte. Oder auch bei Frau John war das sehr, sehr gut, dass die ganzen Kabel einfach schon zur Verfügung standen als Material. Das ist sehr hilfreich, um eine digitale Lernwerkstattarbeit weiterzuentwickeln. Neben technisch ist es auch wichtig, dass didaktisch gewisse Sachen vorhanden sein sollten und auch Kenntnis darüber da ist. Also einmal geht es um die Wahrnehmung. Wir haben ja die Wahrnehmungsmedien, unsere Ohren, unsere Augen und um das Beobachten und Dokumentieren. Das heißt, so wie das Frau John in dem Beispiel sehr gut gemacht hat, sie hat sozusagen Schritt für Schritt dokumentiert, wie ihr Sohn halt eben mit den Gegenständen umgegangen ist und hantiert ist. Und sie war zudem noch eine Lernbegleitung, indem sie ihm weitere Materialien, wie zum Beispiel den Haarföhn und weitere Kabel zur Verfügung gestellt hat. Also ist es uns wichtig, dass diese beiden Komponenten in die digitale Lernwerkstattarbeit mit hineinkommen. Ich komme jetzt zu dem didaktischen Teil der Mediennutzung und zwar zum ersten Teil Beobachtung und Dokumentation. Da haben wir ein sehr schönes Zitat von
Herrn Schäfer und Frau Kaiser. Die eigene Vergangenheit ist das Instrument, mit dem man seine Gegenwart wahrnimmt. Also wenn man genau hineinschaut in Beobachtung und Dokumentation, ist es so, dass wir doppelt wahrnehmen sollten. Wir sollten einmal auf die Beobachtungssituation schauen. Was macht das Kind mit mir? Was löst es bei mir aus? Aber auch, was macht das Kind selber? Wie geht das Kind mit den Kabeln um, mit den Haarföhn um? Was interessiert das Kind? Aber wie sieht das genau aus? Wie kann man das jetzt denn technisch umwandeln und umsetzen, wenn die Kita zu hat und gewisse Sachen einfach nicht da sind? Wichtig ist, sowohl für die Erzieher als auch für die Eltern, dass man Schritt für Schritt von Anfang bis Ende dabei ist. Das zeigt hier gerade so schön das Bild des Surfers, dass man sozusagen von Anfang an auf der Welle des Kindes mitgeht, sowohl geistig wie auch körperlich, dass man immer die ganze Zeit im Prozess dabei ist und das Kind dabei intensiv beobachtet, aber auch gerne Fragen stellt und bis zum Schluss begleitet und unterstützt. Genau. Dabei helfen insbesondere Fragen. Also Fragen sind zum Beispiel, welche Themen sind beim Kind erkennbar? Wofür interessiert sich das Kind? Aber auch wieder die doppelte Beobachtung. Was macht die Situation mit mir? Was löst es bei mir aus? Dann, wie verarbeitet das Kind seine Wahrnehmungen? Welche Beziehungen stellt das Kind zur Umwelt dar? Und auch, wie geht das Kind mit Komplexitäten um? Also, wie geht das Kind um, wenn es jetzt nicht mehr weiter weiß und Schwierigkeiten hat beim Lernprozess oder beim Umgang mit den Materialien? Aber wiederum auch, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich das Kind beobachte, wenn es diese Schwierigkeiten beim Lernen hat? Und wie gehe ich auch überhaupt mit dem Forscherbedrang des Kindes um? Und die wichtigste Frage ist, welche Anregungen ergeben sich daraus für die Praxis? Also das, was ich beobachtet habe, was kann ich dafür für die Praxis mitnehmen? Für das Kind, aber auch für allgemein, für das Lernen und auch vielleicht für die anderen Kinder. Und da helfen die Schritte des wahrnehmenden Beobachtens. Wir haben da 4 Schritte, die Schritt für Schritt sozusagen unterstützen, um das Verständnis zu entwickeln, wie so ein Bildungsprozess von Kindern ist. Also als erstes beobachten wir wahrnehmend. Wir beobachten wieder doppelt. Also worum geht es in der Situation? Welche Tätigkeiten übt das Kind aus? Aber auch die Selbstbeobachtung. Wie geht es mir mit dieser Situation? Wie nehme ich das wahr? Im Anschluss an diesen Schritt wird beschrieben. Das heißt, es werden Notizen gemacht über die Bildungsprozesse, über das, was man wahrgenommen hat und gesehen hat, unter anderem auch. Kameras, Fotoapparate, all das dient als Unterstützung und das Beschreiben ist ganz, ganz wichtig, um im Abschluss zum Kernpunkt des Dokumentierens zu bekommen. Also im Beschreiben legt man sozusagen die Grundlage, um irgendwann beim finalen Dokumentieren zu sein. Nachdem man alles beschrieben hat, geht es in die Reflexion. Das heißt, Fachkräfte mit Eltern, aber auch der Austausch mit dem Kind gehört dazu. Das heißt, man tauscht sich gegenseitig aus. Was hat man wahrgenommen? Was ist möglich? Was kann man auch verändern? Und im Anschluss wird dokumentiert. Und bei einer digitalen Lernwerkstatt ist es ja so, die Kita steht ja nur eingeschränkt zur Verfügung, wenn zum Beispiel wieder ein Lockdown ist. Dann gibt es so Möglichkeiten, wie Frau Jones auf dem Padlet gemacht hat, dass man halt die Sachen digital dokumentiert, auf einer digitalen Pinnwand zum Beispiel. Dass man Fotos macht, Schritt für Schritt und das dann digital halt eben darstellt. Genau, ja, dann mache ich mal weiter. Also dann, wenn man das jetzt mal so hier sich anschaut, was gerade schon nochmal sehr anschaulich hier dargestellt wurde, es deutet sich natürlich an, worum es jetzt geht, wenn wir das Konzept weiterentwickeln wollen. Spätestens beim nächsten Shutdown könnte man das kontrovers weiter diskutieren. Also wir Fachkräfte und Eltern unterstützen, diese anregenden Materialien zur Verfügung zu stellen oder überhaupt zur Verfügung zu haben, sie zu beobachten, was dann die Kinder dabei zu beobachten, wie und was sie dann machen mit so einem Konzept hier wie zum Beispiel der wahrnehmenden Beobachtung. Es ist ja sehr anspruchsvoll und das kostet Zeit und Energie. Und wenn wir die Fachkräftesituation uns anschauen in vielen Kitas, dann wird man das nur sehr schwer einfach so umsetzen können. Wir müssen Lösungen finden für sowas, ja. Und vielleicht gibt ja die
diese digitale oder diese Digitalisierung, die wir hier zeigen, ja auch Hinweise darauf, wie wir das vielleicht anders und besser in Zukunft machen können. Denn eins ist doch klar, Corona, das merken wir ja jetzt schon, wird eben einen riesigen Schub für die Medialisierung und Digitalisierung der Bildungsarbeit und damit auch für unsere Arbeit mit den Kindern auslösen. Und damit entstehen eventuell oder wahrscheinlich oder mit Sicherheit neue Perspektiven, etwa zur wahrnehmenden Lernbegleitung und danach und Fragen danach, wie wir die Perspektiven von Kindern auf ihre Bildungsprozesse in diesem Beziehungsdreieck von Eltern, Kindern und Fachkräfte behandeln und verhandeln können mit den Akteuren. Ja. Nächste Folie. Dazu gehört, das wurde schon angesprochen, ich würde es hier an dieser Stelle nochmal besonders hervorheben, die Beziehungsgestaltung, also diese Art und Weise, wie wir Kinder wertschätzend vor allen Dingen begleiten und beobachten. Ja, das ist nicht nur so eine hohle Floskel. Ja. Wir kommunizieren ja auf vielfältige Art und Weise. Wir gucken Kinder an, wir haben eine bestimmte Körperhaltung, wir senden Botschaften auch aus, die wir gar nicht sprachlich formulieren. Nicht? Und die Frage ist, sind wir aufmerksam zum Beispiel beim wahrnehmenden Beobachten? Wie begleiten wir, spiegeln wir das Tun und das Denken und die Gefühle von Kindern? Und sind wir in der Lage, gemeinsam geteiltes Denken auch in einer Lerngemeinschaft wirklich zu leben und dann die entsprechenden Anregungen zu geben, die für die Kinder in dem Moment wichtig sind? Das sind die Herausforderungen, die gab es natürlich vorher auch schon, aber die werden jetzt dann unter diesen Umständen vielleicht nochmal wichtiger und auch anders erlebbar. Ja, also so wie wir das jetzt zum Beispiel auch von Mathemeo kennen. Ne? Die arbeiten schon von vornherein mit Video, ja, also mit einem Medium und machen dadurch Dinge sichtbar für die Akteure und zwar in positiver Art und Weise. Also da wird nicht gezeigt, was alles nicht gut läuft, sondern da wird genau gezeigt, wie es gut läuft. Und das ist auch etwas, was wir lernen müssen, dass wir nicht immer nur über die schlechten Dinge reden, sondern einfach mal darüber, was auch wirklich gut ist und was man auch nachvollziehen kann und wo es einem vielleicht auch besser geht, wenn man das dann sieht, ja. Also nicht nur darüber redet, sondern sieht auch in der Spiegelung jetzt. Ja, so arbeitet ja die Mathemeo-Methode. Ja, nächste Folie. Aktuell haben wir unsere Angebote in der digitalen Lernwerkstatt der digitalen Lehre nun erweitert in Emden und Hildesheim. Wir haben den Studierenden Materialien zur Verfügung gestellt über das, was sie zu Hause sowieso schon immer benutzt haben. Also wir haben ja im letzten Semester sehr viel mit Altersmaterial gearbeitet. Aber das hat eben Grenzen gehabt, weil für viele Themenschwerpunkte hat es nicht ausgereicht. Da waren einfach schnell die Grenzen erreicht. Und jetzt haben wir, je nach Schwerpunkt der Seminare und der Studienschwerpunkte hier, zum Beispiel bedeutungsoffene Materialien, Naturmaterial, Werkzeug und technische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, die dann entsprechend die Studierenden nutzen können. Und das haben wir inzwischen natürlich sehr ausgereizt und verfeinert, dieses Beobachtungssystem und Dokumentationssystem mit den digitalen Pinwänden auf Padlet. Und das können wir jetzt mittlerweile wirklich sehr gut so auch für Studierende anschaulich machen. Und das möchten wir jetzt an drei Beispielen einfach nochmal zeigen. Und dazu würde ich bitten, dass jetzt Frau Müller mal weitermacht. Ach so, nee, jetzt zeigen wir erst nochmal die Materialien. Genau, das ist das, was wir in Hildesheim zur Verfügung gestellt haben. Ähnlich auch mit ein bisschen anderen Schwerpunkten in Emden. Das nennen wir Bausatz Lernwerkstatt. Ja, genau. Und jetzt der Witz ist der, machen wir die nächste Folie, bevor Frau Müller anfängt. Sie hat jetzt eben im Rahmen der Online-Lernwerkstatt-Seminare diesen Bausatz Lernwerkstatt zu Hause gehabt. Und eine dieser Kisten, nämlich das letzte Set mit den Bausteinen, hat ihr
Neffe entdeckt. Und dann passierte Folgendes. Und jetzt wird uns Frau Müller mal von ihrer Erfahrung erzählen, was passiert, wenn Kinder diese Materialien entdecken. Ja, hallo nochmal von mir. Ja, Herr Breh hat ja schon gesagt, dass wir im Rahmen unserer Online-Lehre für die didaktischen Seminare die Kiste zur Verfügung gestellt haben. Und da wieder regelmäßig mit Arbeiten steht die halt bei mir offen aufgestellt, sodass man die ganzen Kisten einzeln gut sehen kann und was dementsprechend da drin ist. Ja, und genau diese Kiste hat mein Neffe dann bei seinem wöchentlichen Besuch bei mir entdeckt. Und ist ohne jegliche Aufforderung meinerseits oder irgendeinen Impuls auf diese Kiste zu und hat angefangen zu erzählen, was er sieht, hat sie ausgeräumt und war total drinne in seinem Lernprozess. Ja, und nur der Anblick der Kiste hat halt einfach gereicht, um sein Interesse zu wecken, ja, durch den Aufforderungscharakter, den das Material da drin hat. Das heißt, es ist ereignisoffen, die Ergebnisse stehen noch nicht fest, was man damit alles erschaffen kann. Und durch diese Selbstwirksamkeit, mit der er rangegangen ist, also durch diese Neugierde und durch das Vermuten und Ausprobieren, findet ein total toller Lernerfolg statt. Das ist, ja, wie es da schon steht, der toller Motor des Lernerfolgs. Und er konnte so spielerisch entdecken und lernen. Und mein Job war es dann eigentlich nur zuzugucken und ihn, wie Herr Breh auch schon gesagt hat, einfach sprachlich zu begleiten und ihm einfach durch eine wertschätzende Art, wie ich es schon im Mathe Mio gelernt habe, einfach zu unterstützen und begleiten, einfach durch Warten und Zuschauen, was er da tut, das zu benennen, was er da macht, und ihm in seinen Handlungen zu folgen, ja, einfach zu begleiten. Das habe ich auch aufgenommen, weil mich das so gefesselt hat, wie die Lernwerkstatt tatsächlich auch praktisch zu Hause funktioniert, ohne dass es überhaupt gewollt war. Genau, und den Film würde ich gerne zeigen und ich würde gerne... er sagt irgendwann Tata, wenn Sie da noch einmal kurz auf Pause drücken könnten, dann würde ich gerne noch 3 Sätze zu sagen in dem Moment. Eine Schraube kann da. Boah, eine ganz schön große Schraube. Was fehlt da? Da. Da rein. Das ist noch ein. Noch eine Schraube. Das ist ein kleines. Das ist noch ein kleines. Auch eine kleine. Da kommt ein Gewinde. Ich glaube, eine Schraube. Du glaubst, da kommt eine Schraube rein? Ja. Das ist ein Turm. Das ist ein Riesenturm. Tada! Tada! Ich habe gerade die Frage gelesen. Julian ist 2 jetzt, 2,5. Genau, und die hat man gerade total schön gesehen, wie durch diese positive sprachliche Begleitung, einfach nur durch das Benennen, ah, jetzt nimmst du die Schraube, ah, du denkst, das kommt da rein und wow, ja, du hast einen Turm gebaut, war er total begeistert und in seinem Selbstwirksamkeitsprozess bestärkt, so, hey, ja, cool, ich habe gerade diesen Turm ganz alleine gebaut, wie cool, ich kann das. Und allein durch dieses Benennen schafft man einen total tollen Prozess, in dem sich die Kinder so weiter heraufschaukeln. Also ja, das bestärkt halt einfach nochmal total den Prozess. Das hat man da ganz schön gesehen. Ja, wir können weitermachen. Ein Turm. Das ist ein Riesenturm. Tada! Tada! Ein Turm, aber der... Den Kreis. Oh, umgestürzt. Umgestürzt. Ah! Da ist noch einer, ne? Da ist noch einer. Lena, auch verdaubert. Ja, Lena. Genau. Ja, das mit dem Gesicht hat auch Datenschutzrechte. Ja. Da war gerade eine Frage, warum man das Gesicht nicht sieht. Genau, wir können auf die nächste Folie gehen. Genau. Ja, was bedeutet das für Julian im Moment? Also der Bausatz hat einfach durch seine Ereignisoffenheit sein Interesse und seine Motivation und dadurch auch seine Spielfreude angeregt. Es konnten total viele Bildungsbereiche
abgedeckt werden, so ganz nebenbei. Hat man gerade ja schön gesehen, die Sprache durch das Benennen. Er hat auch neue Worte gelernt, wenn man halt, wenn er baut, kann man sagen, jetzt packst du das daneben, jetzt packst du das da drauf. Und die Kinder erzählen, sie wissen sehr, also sprechen das danach und finden neue Worte für Dinge, die sie vielleicht noch gar nicht kannten. Auch das Überlegen, was man jetzt machen kann. Jetzt hat er gesagt, oh, ich glaube, die Schraube, die könnte hier reingehören. Und die Freude teilen ist, glaube ich, auch gut rübergekommen im Video. Elementare mathematische Erfahrungen wurden abgedeckt. Allein durch das Sortieren, durch das Vergleichen, durch das Schätzen und Raum- und Mengenverhältnisse. Also er hat total systematisch gebaut. Er hat erst die Bauklötze genommen und die zusammensortiert. Und erst, wenn er keine Bauklötze mehr hatte, hat er einen anderen Gegenstand genommen. Genau. Verbesserung der Auge-Hand-Koordination und Fein-Grobmotorik ist ja auch klar. Genau. Und die Stärkung des Selbstwertes und der Selbstwirksamkeit passiert ganz toll durch, durch die sprachliche Begleitung. Es wurde noch im Chat gefragt, es wäre interessant, das Gesicht zu sehen. Also es ist total wichtig, dass man als begleitende Person ein freundliches Gesicht hat, damit sich das Kind in meinem Gesicht dann die Bestätigung holen kann, dass das total klasse ist, was da gerade passiert. Und auch das Kind sucht den Blickkontakt zu der begleitenden Person einfach, wie gesagt, um sich die Sicherheit und die Bestätigung zu holen. Ja, was das für mich oder für uns als Eltern und Fachkräfte oder einfach begleitende Person bedeutet, ist, dass wir eigentlich nur den Aufforderungscharakter, Entschuldigung, zulassen müssen bzw. ermöglichen müssen. Ich habe ja nichts weiter tun müssen, als diese Box dahin zu stellen. Und der Lernprozess ist ganz von alleine losgegangen. Wichtig beim Material wäre noch, dass man bedeutungsoffenes Material nimmt, also wo das Ergebnis vorher nicht feststeht, weil dadurch natürlich, weil das herausfordert. Ist ja was anderes, wenn ich eine fertige Parkgarage habe, da weiß das Kind, okay, da kommt das Auto rein und ein bisschen rumfantasieren kann man auch, aber wenn man natürlich nur die Box hat, dann genau. Positiv sprachlich begleiten, habe ich, glaube ich, jetzt auch schon genug zu gesagt. Und ja, einfach da sein und die Erfolge teilen. Und ich habe das Gott sei Dank gefilmt, weil mich das so geflasht hat, dass es einfach Theorie und Praxis so übereinstimmt und ich ja wirklich nichts gemacht habe und das Prinzip Lernwerkstatt ja einfach funktioniert. Und ja, deswegen bin ich hier und ich hoffe, ich konnte es ein bisschen rüberbringen, dass es auch ein bisschen deutlicher geworden ist. Frau Wittenberg? Wow. Wir haben auch ein Beispiel für Empen, für die mobile Lernwerkstatt Möwe, die wir entwickelt haben. Und das Video, das sind jetzt gleich kurze 17 Sekunden, das ist eben entstanden im Rahmen meines Seminars, was ich gebe. Das ist Spieltheorie und Spielpädagogik. Vielleicht vorab zum Hintergrund. Die Studierenden hatten die Aufgabe, mit drei Materialien aus dieser mobilen Lernwerkstatt zu spielen. Einmal die Kartoffelchipsrolle, einmal Wolle und einmal Strohhalme. Und wir hatten einen spieltheoretischen Ansatz, und zwar den kulturhistorischen Ansatz nach Huizinga. Danach sollten sie einfach sozusagen schauen, welche Kriterien des Spiels nach Huizinga sie erfüllen. Und eine Studierende hat ihren Sohn dabei mit einbezogen. Und das Video, das zeige ich Ihnen jetzt gleich einmal kurz, und dann sage ich noch ein bisschen was dazu. Auf die Plätze, fertig, los! Gewonnen! Ja, nochmal. Also der Sohn, den sie einbezogen hat, der ist 7 Jahre und sie hatte erst alleine sozusagen ein Spiel entwickelt und dann kam der Sohn dazu und dann haben sie die Regeln geändert. Also es war dann so, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, dass sie von beiden die Wolle wegpusten durften. Was sie sehr spannend fand, war, dass es für ihn gar nicht schlimm war zu verlieren. Er wollte ja gleich nochmal spielen und es hat sie auch komplett halt eben überrascht, dass man mit so wenig Materialien, sie haben ja halt eben nur die Strohhalme, die Wolle, noch ein Tablett zusätzlich aus dem Haushalt benutzt und halt eben die Pringles-Rolle, um ein einfaches Spiel zu entwickeln und es auch immer wieder zu wiederholen und zu spielen. Dabei hat er auch viele unterschiedliche Sachen dazugelernt. Also er hat ja gepustet unter anderem, er hat auch gelernt zu verlieren. Also es war für sie sehr, sehr überraschend und es hat sie
sie hat es wortwörtlich so gesagt. Es hat mich tatsächlich überrascht, dass das Spiel so viel Spaß machte und dass es mein Sohn auch gar nicht schlimm fand, verloren zu haben, sondern gleich den Reiz verspürte, es nochmal zu probieren. Das Spiel war für sie auch sehr klassisch aufgebaut und sie freute sich, dass man so, so wenig Materialien einfach braucht, um zu spielen und es auch solche Alltagsgegenstände sind. Wir haben halt eben viele, viele Beispiele, wo vieles entwickelt worden ist, aber das stach nochmal hervor. Und das hat mich auch überrascht, dass es so viel Spaß gemacht hat und man so viele Sachen dann auch daraus erkennen konnte. Ja, dann sind wir durch. Moment. Mit unseren. Hallo? Ja, ich muss kurz die nächste vorher. Ja. Achso. Genau, ja, dann sind wir soweit durch. Vielen Dank mit den Beispielen auch zu unserem Versuchen, die wir hier mit diesem Konzept der digitalen Lernwerkstatt, was wir angefangen haben zu entwickeln, muss man sagen. Es ist ja noch längst nicht am Ende sicherlich. Und was vielleicht die Frage so ein bisschen beantwortet, was möglich ist, ne, und was wir wie thematisiert haben und daraufhin vielleicht für die Praxis in Kitas mitnehmen können. Also ich hatte eben noch mal überlegt, worum es eigentlich im Kern geht bei den Beispielen, nicht? Also wir haben den Kindern, die wir hier zitiert haben, im Rahmen von Seminaren natürlich jetzt, haben wir Materialien zur Verfügung gestellt. Das ist etwas, der Job, den jeder in der Kita machen kann, indem er einfach die Materialien vorhält und da hat und sich bemüht, eben solche Materialien auch zusammenzusammeln, die eben so doch sehr, sehr bedeutungsoffen sind, also und die man nicht unbedingt in einer Art und Weise benutzt, wie man das sonst mit Spielzeug normalerweise macht, und dann darüber reden und zeigen, was passiert. Und in dieser Kombination, nicht, dieses reflektierte Zeigen, nicht, also so der Klassiker in jeder guten Didaktik, nicht, also inaktiv ikonisch, und dann wird es symbolisch, also dann über sprachliche Verständigung kommt das, kriegen wir dann richtig tiefer rein. Und ich denke, das kann man hier vielleicht lernen, aus diesem Zwang jetzt, wir müssen ja irgendwas machen, das auch alles zu visualisieren und auch durch unsere natürlich sicherlich Begeisterung und Freude mit solchen Medien umzugehen, auch wenn es nicht immer klappt, was man ja jetzt auch gerade gesehen hat, ja. Und ist aber egal. Sie merken ja vielleicht, ne, was kommt hier rüber, wenn wir über digitale Lernwerkstatt reden, da denken Sie vielleicht am Anfang, das geht doch alles gar nicht. Ja, aber doch, es geht doch natürlich auf eine ganz besondere Art und Weise, die natürlich immer mit diesen negativen Aspekten im Hintergrund verbunden ist. Ich kann es nicht direkt machen, aber dadurch wird es eben deutlich, wie wichtig das auch ist, wenn Corona vorbei ist, dass Sie bitte, bitte die Praxis das ausprobieren und dass Sie, und das können wir ja jetzt gemeinsam am Schluss nochmal überlegen, ne, Sie haben vielleicht auch schon einiges ausprobiert, dass Sie uns das mitteilen, dass wir darüber diskutieren, dass vielleicht noch die Fragen, die da in dem Zusammenhang auch da sind, natürlich, dass die gestellt werden. Also was brauchen Sie für Unterstützung? Was wünschen Sie sich? Was könnte man noch mit solchen Situationen machen? Wie können wir die Materialien beschaffen, wenn wir sie nicht sowieso schon haben? Und wie schafft man das dann auch im Austausch zum Beispiel mit Eltern? Angenommen, Sie haben jetzt wieder 2 Wochen Shutdown. Was kann man den Eltern anbieten, damit sie nicht völlig verzweifeln? Nicht? Vielleicht so eine kleine Kiste mit Zeug anbieten und sagen, stell das da einfach mal hin und guck, was dein Kleiner dann damit macht. Ne? Und das erzählst du uns dann einfach und mach vielleicht einfach ein Foto, wenigstens ein Foto, ohne Gesicht, dann kommt wieder das Datenschutzproblem. Ja? Das ist natürlich auch was wir dringend diskutieren müssen. Nicht? Also sowas, wenn man das zeigen will, dann muss man sich auch mit Datenschutz beschäftigen. Und das ist einfach manchmal auch schwierig im Moment, wenn es Träger gibt, die zum Beispiel Anweisungen machen, dass ab sofort in Portfolios keine anderen Kinder mehr zu sehen sein sollen und die Fachkräfte dann natürlich völlig überfordert sind. Sie müssen jetzt aus allen Fotos irgendwie schwärzen und die Fotos rausnehmen. Stellen Sie sich doch mal bitte Ihre Kindheit vor, ja, wo es kein Foto mehr gibt, wo irgendein anderes Kind drauf abgebildet ist. Darüber sollte man dann auch mal nachdenken, was für einen Sinn das eigentlich macht. Ne? Wenn wir uns später erinnern wollen und da sind einfach alle Kinder geschwärzt. Stellen Sie sich das doch mal vor.
Ja, also darüber müssen wir nachdenken, wie wir dann auch solche Probleme lösen, damit solche Prozesse wirklich verfügbar bleiben für die Akteure, also vor allen Dingen die Kinder, aber auch dann im Austausch mit den Kindern und den Eltern, dass man da reinschauen kann, was da eigentlich passiert. Also das sind alles Fragen, die man in dem Zusammenhang natürlich ganz aktuell diskutieren kann und die mit diesen medialen Aspekten auch eine Menge zu tun haben. Ja, und wie kann man dann zum Beispiel auch eine Medienpartnerschaft mit Eltern eigentlich langfristig aufbauen, nicht die sinnvoll ist und nicht von Verboten und von ständigen Einschränkungen zusammenhängt. Ja, also das ist vielleicht auch eine wirkliche Herausforderung. Also ja, so sind wir soweit fertig und wir würden uns über Kommentare in dem Chat freuen. Wir haben ein Padlet zur Verfügung gestellt. Vielleicht wollen Sie dazu auch noch das vielleicht auch noch nutzen. Ja, ich freue mich auf den Austausch nach der Pause. Ja, vielen Dank für die Beispiele, für den Vortrag, der sehr viel Praxis gezeigt hat. Das freut uns sehr, die Verschränkung von Praxis und auch Theorie. Meine Kollegin Annalin Ciudi schaut gerade noch durch die Fragen, die im Chat gekommen sind. Und wir haben jetzt gerade uns entschlossen dazu, dass wir nahtlos weitermachen, ohne Pause, ja. weil wir ein bisschen über die Zeit sind, aber nicht sehr viel. 8 Minuten. Ja, ich das ist nachdem die Technik am Anfang nicht gleich gestartet ist, wunderbar. Und das man sieht an der Stelle, wir lernen ständig dazu, alle zusammen. Und die Zeit nehmen wir uns gerne. Vielleicht können wir einsteigen mit einer Frage, die mich schon in der Vorbereitung so beschäftigt hat. Das ist... Also es ist natürlich, das Material ist nicht wegzudenken. Letztendlich ist auch die Lernbegleitung nicht wegzudenken, wobei natürlich auch viel passiert, wenn die Kinder einfach mit Materialien so arbeiten. Was geht und was geht eben nicht in diesen Hybridformen? Kann man das auf den Punkt bringen? Was ist möglich? Was ist aber weiterhin nicht machbar? Sollen wir dazu was sagen? Also was natürlich nicht möglich ist, ist der direkte Kontakt, nicht? Ich sehe Sie jetzt, ich sehe hier alle auf dem Bildschirm und das ist eher schwierig, ne? Kann man mich hören? Ja. Gut. Ne, also das fehlt. Ne? Also zumindest, wenn man jetzt so kommuniziert. Aber die Beispiele, die wir gesehen haben, waren ja Beispiele, wo direkt ein Kontakt, eine analoge Situation vorhanden war. Und das wird man nicht ersetzen können. Das ist auch gar nicht Sinn der Sache, denn das ist ja jetzt erzwungen durch Corona. Ja, das ist ja ganz klar, weil wir nur so kommunizieren können vielfach und das ist natürlich auch unheimlich anstrengend. Das kann keinesfalls die Perspektive sein, sowas also flächendeckend komplett umzusetzen. Aber es gibt Situationen, wo man das vielleicht mal einfach mal zusätzlich zu dem analogen Erleben so einer Lernwerkstattsituation nutzen kann, um zum Beispiel einen Einblick zu geben in die Prozesse, in die Themen, in die Fragen, die die Erzieherinnen, die Studierenden, die Kinder eben gerade beschäftigt haben. Also, und dann kann man sich darüber austauschen. Das Material ist nicht ersetzbar. Das kann man auch nicht durch eine Computeroberfläche ersetzen. Das geht nicht. Ja, das ist nur als, also das ist aus meiner Sicht, auch aus entwicklungspsychologischer Sicht, völlig unmöglich, diese ganzen sinnlichen, haptischen, motorischen Erfahrungen zu ersetzen, die mit so einer Bauklotz-Situation zum Beispiel alle passieren. Das kann man nicht als Computerprogramm machen, ja. Und das kann man auch nicht jetzt digital machen mit so einer Zoom-Verbindung, ja. Aber vielleicht kann man ja, so wie wir das hier auch gezeigt haben, einfach mal so Fotos machen, Kommentare schreiben und das anderen auch zur Verfügung stellen und dann gemeinsam darüber diskutieren. Das muss man ja auch gar nicht mit Zoom machen, aber dass man es überhaupt mal macht,
dass es ganz normal ist, dass man, wenn man keine Plakate hat, dann macht man eben mal ein Padlet. Es gibt ja inzwischen auch Portfolio-Programme. Ne? Die finde ich zum Beispiel eher schwierig, weil man da immer nur ein, zwei Fotos und nur einen ganz kleinen Kommentar schreiben kann. Das ist finde ich, alles ein bisschen schwierig. Das ist auch mit dem Padlet zum Beispiel ein Problem, dass man hinterher immer ganz viel rumschieben muss, bis es einigermaßen übersichtlich ist. Das ist nicht ersetzbar. Also die Alternative ist, man nimmt zum Beispiel bei dem Padlet, gibt es auch dieses Programm Regalfunktion. Da ist alles erzwungen. Ja? Der Platz ist erzwungen, die Reihenfolge ist erzwungen, da hat man wenig Möglichkeiten. Das kann man mal machen, aber das kann keinesfalls die Regel sein, ja, weil das andere spannender ist und lebendiger ist. Aber es macht mehr Arbeit. Die Arbeit ist ein Problem für die Praxis, ja, die damit verbunden ist. Das war aber auch schon vorher so. Das war auch schon vor Corona so, dass diese aufwendigen Dokumentations- und Beobachtungsverfahren für viele schwierig sind, wenn man keinen Zugang dazu hat und wenn die Strukturen so ist, dass man damit eigentlich alleine gelassen ist und zumindest die Wahrnehmung hat, man hat gar keine Zeit dafür, ja, und kriegt keine Unterstützung, dann ist es schwierig. Dann wird man eher auf ein standardisiertes Verfahren ausweichen, wo man nur noch ankreuzen muss, ja und nein. Ne? Und das ist dann vielleicht auch nicht so sinnvoll, vor allen Dingen, wenn es dann auch nicht so gemacht wird, wie das die Verfahren eigentlich vorsehen, dann ist die Aussagekraft also sehr begrenzt. Und wenn es dann auch noch die Tendenz hat, defizitorientiert zu sein, dann ist es auch nicht hilfreich. Also das sind auch Probleme, die es ja schon vorher gab. Nur es wird nochmal anders jetzt thematisierbar und vielleicht wird es in den Beispielen deutlich geworden, wie toll das ist, wenn man diesen Einblick hat. Da wird es einfach klar. Und wenn man sich dem öffnet. Und ja, bitte einfach noch mehr, ganz viele solche Beispiele. Das habe ich auch von Martomeo gelernt. Das ist wirklich schön. Da sieht man ganz viel vom Menschen, von den Kindern. Und dann sieht man das, was eigentlich wichtig ist, ja, in der Entwicklung. Die Erfolgserlebnisse, dass man auch sich anstrengen muss und sich bemühen muss, aber dass man dann durch andere eben einfach eine positive Resonanz bekommt und dann ist es einfach toll, auch wenn es vielleicht nicht immer gleich geklappt hat. Aber das gehört eben dazu. Das schließt so ein bisschen die Frage an, was ist denn, wenn man eine rein digitale oder wie könnte man eine rein digitale Interaktion herstellen, wenn es gar nicht anders geht? Also es geht jetzt nicht darum, dass es der Normalfall wird, sondern wir sind jetzt im Corona, wir sind jetzt im Lockdown, wir sind in Quarantäne. Was ist, wenn das Kind auf der einen Seite des Rechners sitzt und die Lernbegleitung auf der anderen Seite? Also ja, geht gute das? Frage. Ist eine ganz schwierige Konstruktion. Ich glaube, dass es nur begrenzt funktioniert. Ich kann das selbst, habe ich es ja nicht erlebt. Also kann ich, da gibt es vielleicht schon erste Versuche zu oder Erfahrungen. Ich glaube, dass die im Elementarbereich, die Beziehungsebene überhaupt nicht ersetzbar ist. Das kann bestenfalls eine Ergänzung sein. Punkt. Mhm. Ja, davon bin ich überzeugt. Weil wenn sowieso schon ein inniges, gutes Verhältnis da ist zu den Kindern und dann ist man die Einrichtung 2 Wochen geschlossen und die Eltern machen dann auch zu Hause mit und so, dann kann man sowas machen. Ja, dann ist eine Beziehung, eine Bindung auch da zu dem Bild da, was da auf dem Bildschirm ist, ne? Und zu der Fachkraft, wenn man das dann so benutzen kann und will, kann man das durchaus mal machen. Aber das funktioniert aus meiner Sicht nur, wenn vorher eine Bindung da war und die intensiv war. Man kann sie, glaube ich, nicht herstellen. Das ist eine Illusion. Das wird völlig schräg und funktioniert nicht. Und dazu passt auch so ein bisschen die Frage aus dem Chat zu, was ist, wenn man nicht den Zugang zu einer richtigen Begleitung hat. Also ich glaube, da herrscht so ein bisschen die Sorge, dass man vielleicht zu Hause nicht den Ansprüchen einer Lernwerkstatt in irgendeiner Form entsprechen kann, sozusagen. Und gibt es da irgendwie Lösungsansätze? Also wie kann man sowas für alle zugänglich machen, ist die Frage aus dem Chat. Auch da gibt es ja schon Erfahrungen, wenn ich zum Beispiel an das Early Excellence Modell denke. Ja, die haben schon vor 10, 15 Jahren haben die angefangen, die Eltern zu bewegen, zu Hause Videos zu machen. Dann haben sie die Videos in den Pickle Groups
ne, besprochen mit den Erziehern. Dann war das Bestandteil des Entwicklungsgespräches. Man hat es unterstützend für die Eltern sichtbar gemacht. Das haben die auch mitgemacht und da sind sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht worden. Wenn man also auf diese Weise Eltern motiviert, stärker auch den Blick auf das zu richten, was da zu Hause eigentlich läuft, was ihre Kinder machen. Und das hat man genutzt. Das kann man ja auch umgekehrt machen, wenn man ein Entwicklungsgespräch macht, dass man eine tolle Situation, mal eine Videosequenz, genau wie bei Martomeo zeigt, wo das Kind was ganz Tolles gemacht hat, eine tolle Erfahrung gemacht hat. Dazu muss man die natürlich A, sehen überhaupt und B, man muss sie irgendwie festhalten. Das ist dann auch ein versierter Umgang, den man mit Medien üben muss. Ne? Also, und das wird auch nicht immer gelingen, weil das ist einfach Technik und Technik klappt eben nicht immer, wie man ja gesehen hat. Ne? Und das ist auch eine Riesenherausforderung natürlich, eine völlig neue Situation jetzt, dass wir so auf den Topf gesetzt worden sind und mussten uns unbedingt mit diesen ganzen Techniken auseinandersetzen. Und selbst wenn man glaubt, man kann schon vieles, schafft man es nicht immer. Und man verzweifelt, weil jetzt wieder die Verbindung nicht klappt oder weiß ich nicht was. Ja, sorry, das gehört halt dazu. Und wir, was wir jetzt ja machen, wir arbeiten diese 10, 15 Jahre ab, die wir hier hinterher sind in Deutschland, ja. Aber das kommt jetzt, das kommt in Gang. Das ist, glaube ich, allen klar, dass es so nicht weitergeht, wenn also kleine Länder irgendwo in Europa das schon alles viel besser machen, wo es völlig selbstverständlich ist, Umgang mit Foto, mit Video, mit Computer, auch in der Bildung, das muss einfach kommen. Und ich glaube, wenn wir die Chancen sehen, die da drin liegen, also auch für eine verbesserte Kommunikation untereinander, ne, also es geht nicht um das Ersetzen, das geht um das sinnvolle Ergänzen. Und dann, glaube ich, wird es ein richtig gutes Projekt und dann wird man vielleicht auch andere Formen von Dokumentationen oder jo, so in Kitas erleben und auch andere Formen jetzt, wie so eine Partnerschaft mit Eltern gestaltet werden kann. Ja? Das passt jetzt auch zu der Frage, also ich habe jetzt ein paar übersprungen, die kommen aber gleich noch, das passt aber jetzt gut zu der letzten Frage, inwieweit hilft die Idee der Lernwerkstattarbeit in Corona-Zeiten Eltern, die keine hinreichende mediale Ausstattung haben? Ja, das ist schwierig, ja. Die braucht man irgendwie. Also das, sonst hat man ja keinen Zugang. Das Problem können wir ja jetzt hier auch nicht lösen. Wir können nur appellieren an die Politik, sowas möglichst bald in den Griff zu kriegen. Also das betrifft ja auch Schulen vor allen Dingen ganz viel. Die haben ja auch oft nicht die nötigen Infrastruktur und auch nicht die Geräte. Also dann muss man Eltern sowas zur Verfügung stellen und dann müssen die Weichen so gestellt werden, dass überall einigermaßen schnelles WLAN da ist, ja, und solche Sachen, die dann natürlich unsere Möglichkeiten hier einfach übersteigen. Da können wir nur appellieren an die Politik, das endlich in die Gänge zu bringen und Chancengleichheit eben auch medial zu ermöglichen und das nicht so beliebig und zufällig ist, wie das im Moment ist, wo ich gerade wohne, habe ich entweder eine gute Verbindung oder nicht. Das geht doch gar nicht. Auch das ist ein politisches Problem und hängt mit unserer Medienpolitik zusammen. Das wird ja jetzt dauernd auch immer wieder gesagt. Das ist auch richtig, aber es muss endlich was passieren. Und ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir da noch 10 Jahre drauf warten müssen. Ja? Mhm. Und Ausstattung in Kitas, diese Daten, Entschuldigung, noch mal ganz kurz ergänzen, das habe ich vorhin schon angesprochen, die Datenschutzrechtsfrage muss geklärt sein. Was darf ich filmen und fotografieren in der Kita und mit wem darf ich das verhandeln? Ja. Darf das nur mein Kind sehen oder darf ich auch die Kindergruppe beteiligen? Nicht? Also wenn man Erziehungspartnerschaft ernst nimmt, kann man ja nicht unmöglich nur immer einzelne getrennte monadische Individuen da betrachten, sondern das sind ja Gruppen, das sind Kindergruppen. Ja? Ne? Und wenn wir jetzt über das Spiel der Kinder und die Entwicklung der Kinder reden, dann findet es meistens in Kindergruppen statt und nicht nur in Testsituationen vom EBD oder so. Ja? Das ist ja auch die Falle bei diesen Methoden. Ja? Die betrachten eben zu stark das Individuum, das einzelne Kind und nicht das, was für die Kinder wichtig ist, nämlich die Beziehung zu den Erwachsenen. Die wird ja nicht abgebildet und es wird auch nicht, das ist ja auch ein interessanter Aspekt, dass in den Beobachtungsmethoden nie abgebildet wird, wie die Kinder untereinander sich verhalten und wie die Erwachsenen auch auf Kinder reagieren und damit nämlich auch die Bildungsprozesse beeinflussen. Das wird einfach nicht verfügbar. Und die prozessorientierten Verfahren, jetzt hier zum Beispiel wie wahrnehmendes Beobachten oder Infants und so, die tun das. Ne? Also es gibt ein paar Modelle, aber die sind prozessorientiert. Ne? Und die sind eben aufwendiger.
Ja? Und in der Praxis sind die standardisierten, also die Screening-Verfahren, kann man sich darüber streiten, ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht, aber sie werden eben überwiegend gemacht, weil sie schnell gehen. Ja? Und dann macht man eben einen vorbereiteten Test und dann, da gibt es aber ganz viele Fragezeichen im Grunde. Und wem nützt es was? Ja, also das sind Fragen, die bleiben bestehen, die erinnern sich auch nicht. Die werden nur jetzt durch die, vielleicht durch die mediale Situation, die wir im Moment haben, die erzwungen ist, vielleicht nochmal neu thematisiert und vielleicht können wir ja daraus lernen, wie wir es positiv umsetzen können. Ich finde, wir haben hier heute 3, 4 tolle Beispiele gesehen und wenn wir die in der Praxis auch anwenden, wunderbar. Kann man sich doch toll darüber austauschen, auf dem Elternabend zum Beispiel. Ne? Ja, ich hatte da so eine Kiste aufgestellt und dann hat mein Kleiner da ganz toll mit rumgespielt und dann gucken wir uns das doch zusammen mal an. Ja? Und dann findet man sowas raus. Ja? Mann, wie toll war das denn? Ja? Ich würde gerne kurz auf den Punkt zurückkommen, den ich sehr interessant fand mit den Peers, also mit den Kindergruppen sozusagen, weil eine Frage aus dem Chat auch war, gibt es denn Ansätze und Möglichkeiten, Kinder unbegleitet der Aufgabe auszusetzen, in Anführungsstrichen? Das klingt für mich so, als ob das die Lösung ja eigentlich wäre für diese Frage oder eine vielleicht, ich weiß nicht, was Sie da für Erfahrungen haben, Kindergruppen einfach Material zur Verfügung zu stellen und dann mal zu gucken, was passiert da. Also, ja, also ich meine, wenn ich mir so anschaue, was ich an Einrichtungen, ich kenne ja nun eine Menge Einrichtungen, die zum Beispiel dann auch entsprechende Situationen, Räume, Außengelände und so weiter haben, einfach mal hingucken. Und das kann man üben. Ne? Mhm. Weil es passiert auf dem Spielplatz, im Sandkasten ganz viel, ja, was, wo man gar nichts machen muss, wo es einfach passiert, aber man guckt hin, ne, und unterstützt die Kinder gegebenenfalls dabei und hält es fest und guckt sich das vielleicht hinterher nochmal an, guck mal, was habt ihr da Tolles gemacht, ne? Mann, ihr habt so toll gespielt und das habt ihr alles rausgefunden, ne? Aber dann ist es eben nicht mehr so ein normativer Kontext, Bildungsauftrag, da haken wir jetzt nicht irgendwas ab. Ja, sondern da guckt man genau hin und stellt fest, wunderbar, Bildungsauftrag, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Ich habe es einfach nur gesehen und kann es dann unterstützen natürlich und sehe dann, okay, das ist ja toll, also die sind da jetzt hier beim Budenbauen, denen fehlt aber das und das und das und das. Na okay, dann stelle ich das jetzt zur Verfügung und dann gucken wir mal, was sie dann damit machen. Und das halte ich dann fest, mache ein paar Fotos, und so weiter. Hier ist die Frage, kommt direkt noch hinterher, dass nicht so ganz einer Person nicht so ganz klar geworden ist, was der Vorteil der Online-Dokumentation für das individuelle Kind dann ist. Also lernt das Kind nicht dadurch, dass alles, was wertvoll ist, im Netz geteilt werden muss? Möchten das die Eltern? Ja. Verstehe ich, klar. Kann doch auch die Anregung an die Eltern geben und die Eltern haben ja Quality Time mit dem Kind. Also es ist doch fast egal, ob es dokumentiert wird oder auf welche Weise. Eine Frage. Ja. Also grundsätzlich, ne, die Erfahrung, die wir immer wieder machen, vor Corona, bis vor kurzem, habe ich sehr viel mit sprechenden Wänden beschäftigt und wir haben das in Praktikas immer wieder erlebt, wenn die Studierenden sprechende Wände machen, also auf Papier mit Fotos, mit kleinen Texten und da genauso wie man es eben gesehen hat, sensationelle Effekte. Die Kinder bleiben stehen, gucken da drauf, ja, und erzählen, guck mal da und da und dann haben wir das gemacht und so weiter. Und manchmal bleiben dann auch Eltern stehen und sagen, ach, ist ja interessant, wo warst du denn da und so. Und dann kommen die ins Gespräch. Mhm. Ganz einfach. Natürlich, die digitale sprechende Wand ist im Moment ein Ersatz, ja, aber der fokussiert es nochmal auf so eine tolle Art und Weise, zumindest in einer Ausbildungssituation. Ich weiß nicht, ob man das im Kita-Alltag wirklich nutzen kann. Für uns war es jetzt so in der Ausbildungssituation natürlich, weil wir können ja keine Präsenz machen im Moment oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Da ist es eben die einzige Möglichkeit. Und da das Tolle an der Pinnwand ist, ich kann es live verfolgen. Ja? Ich kann im Seminar live, wie sonst im Seminar
ist es so, dass die Gruppen machen und dann machen sie ein Plakat, dann stellen sie das Plakat vor und so. Da sehe ich gar nicht genau, wie sie das eigentlich machen. Jetzt kann ich da direkt mit teilnehmen. Das finde ich zum Beispiel eine tolle Situation. Ja, ich kriege noch was vom Entstehungsprozess mit. Also ob man das mit Kindern so machen kann, ich würde sagen, mit den Älteren schon. Wenn die Padlets haben, wenn die iPads haben, dann können die das. Ne? Also ab 7, 8 Jahre, wenn die schon Erfahrung damit haben, kann man das durchaus benutzen. Wenn sie ihr Projekt fotografieren und sich dann so ein kleines Padlet auf dem iPad zusammenstellen, ne? Und dann das dann entsprechend 3, 4 Kommentare dazu schreiben und es den anderen zeigen. Ja, das fände ich zum Beispiel sehr sinnvoll. Das ist eine tolle Erweiterung. Ja, und finde ich besser als die standardisierten Beobachtungsverfahren, ja, die sowas ja auch mit drin haben, aber nur sehr reduziert. Ja, also da finde ich die Leinwandfunktion schon sehr gut, aber da muss man eben ein bisschen auch wieder Zeit haben. Aber ich befürchte fast, die Kinder werden viel, viel schneller das lernen als wir. Ja. Das ist ja keine Befürchtung, das ist ja... Die machen das in 0, nichts. Wenn die da Bock haben zu, dann können die das, da brauche ich noch 3 Monate, ja, wie man ja jetzt wieder gesehen hat, ja. So eine Fehler passieren einem dann einfach nicht, ne? Und an dieser Stelle würde ich gerne das Wort wieder an mich nehmen und das ein bisschen brutal jetzt abbrechen, weil wir haben ja noch die Möglichkeit, direkt ins Gespräch gerne. Zu gehen, im Anschluss, sehr gerne. Das freut uns auch sehr. Ich würde die Technik bitten, jetzt die vorletzte Folie einzublenden.